Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich versuche jetzt einfach mal in zwei, drei Sätzen das verständlich zu formulieren, was der Antrag der Linken ja eigentlich aussagen möchte. Wir sollen begrüßen, was längst beschlossen wurde, nämlich dass Krankenhäuser, die definierte Personaluntergrenzen unterschreiten, stärker sanktioniert werden. Das ist natürlich gut, aber das ist längst beschlossen. Parallel sollen wir aber auch feststellen, dass die beschlossenen Gesetze der Personaluntergrenzen gar nicht dazu beitragen werden, die desaströse Personalsituation zu lösen. Und als Resultat dieser Situation sollen wir also nun ein anderes Verfahren zur Bedarfsermittlung in Krankenhäusern anwenden. Und das Ganze erfolgt dann unter dem Antragstitel der nachhaltigen Verbesserung der Personalsituation im Pflegedienst der Krankenhäusern. Und liebe Kollegen von den Linken, ja, ich stimme Ihnen zu, dass sowohl das Personalstärkungsgesetz als auch die Personaluntergrenzenverordnung zu begrüßen sind. Da beide allerdings längst beschlossene Sache sind, ist hier meine große Frage, warum man dazu einen extra Antrag braucht. Ich stimme Ihnen auch zu, dass beide Verordnungen keine langfristige Lösung des Fachpersonalmangels darstellen. Im Endeffekt ist es doch auch linke Tasche, rechte Tasche. Denn wenn ein Krankenhaus mit guten Marketingmaßnahmen Personal bei einem anderen abzieht und hier, wie gesagt, die Deckungsquoten erfüllt, dann fehlt auch dieses Personal natürlich an anderer Stelle. Und Sie müssen sich doch mal ganz bildlich vorstellen, wir haben in unserem Bundesland nur einen X-Kuchen an Personalbestand und dieser X-Kuchen kann nur einmal unter den Häusern aufgeteilt werden. Das Problem ist aber, dass immer und immer mehr natürlich zu pflegende Menschen kommen, die von diesem Kuchen Gebrauch machen müssen. Und da muss man nicht überlegen, wie teilt man den Kuchen fair auf, sondern wie schafft man es, dass man genug Kuchen für alle Patienten zur Verfügung stellt. Und ich gebe Ihnen auch völlig recht, dass die Bedarfsplanung, wie 96 üblich, am individuellen Pflegebedarf ermittelt werden muss. Nur diese Kennziffer, da haben Sie völlig recht, ist nachhaltig und dem Patienten gegenüber fair. Aber glauben Sie denn wirklich, dass sich das Personalproblem als solches lösen lässt, indem man ein anderes Ermittlungsverfahren anwendet? Das glaube ich nämlich nicht. Und der Mangel an allen Ecken und Enden im Personalwesen ist doch bereits jetzt Realität. Wo ich Ihnen also nicht zustimmen kann, ist der Gedankengang, dass sich nur durch dieses andere Ermittlungsverfahren der Personalplanung eine, ich zitiere, nachhaltige Verbesserung der Personalsituation im Pflegedienst der Krankenhäusern erreichen lässt. Entscheidend ist doch, dass wir wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung in der Kranken- und Altenpflege begeistern können. Und das heißt im Klartext, weniger Bürokratie in der Pflege, Dokumentation ist gut und richtig und auch wichtig, aber natürlich nicht in dem Ausmaße, wie es aktuell viele Pfleger trifft. Eine angemessene Bezahlung muss eine Selbstverständlichkeit sein, und zwar egal, ob man sich auch für die Kranken- oder Altenpflege entscheidet. Im Moment gibt es da extrem große Unterschiede, und das darf in meinen Augen überhaupt nicht sein. Ein angemessenes Arbeitsumfeld mit einem humanen Pflegeschlüssel, da haben Sie natürlich absolut recht, auch das ist eine Basis für eine Arbeitsmotivation, denn wenn eine Schwester oder ein Pfleger auf einer Station für teilweise 20 oder 30 Patienten verantwortlich ist, wie es zwar illegal ist, aber mittlerweile, ja, das wissen wir alle beide, gang und gäbe ist, ist es eine logische Konsequenz, dass natürlich niemand mehr Lust auf diesen Beruf hat. Lange Rede, kurzer Sinn, der Antrag ändert in meinen Augen jetzt wirklich überhaupt nichts an der Grundproblematik. Er schadet natürlich auch nicht, wir werden uns daher enthalten. Dankeschön.